Willkommen zurück zum Kurs Programmieren 2. Wir schauen uns in diesem Video die Lösung von Übung 2 Aufgabe 1 an und schauen dazu erstmal auf die eigentliche Aufgabenstellung. Hier hieß es eben, dass wir die kleinste vierfache Zahl berechnen sollen. Und wir haben schon den Hinweis bekommen, dass wenn wir die Ganzzahlen 1 bis 10 betrachten, dann ist 2520 die kleinste Zahl, durch die sowohl 1 bis 10 jeweils teilbar sind, ohne dass ein Rest übrig bleibt. Und dann ist hier die erste Frage, ja, wie groß ist denn die kleinste Zahl, die zwischen 1 und 20 teilbar ist? So, und dann fangen wir hier ganz naiv an. Wir brauchen irgendwie diese Dividenden. Wenn wir hier nochmal zurückschauen, sehen wir hier eben, dass wenn wir 1 bis 10 haben, dann könnten wir diese Sachen beispielsweise in einem Array von 1 bis 10 packen, wo dann die jeweiligen Zahlen enthalten sind, oder sogar 2 bis 10, weil durch 1 teilen ist eigentlich relativ langweilig. Also was wir hier erstellen könnten, wäre erstmal, damit wir diese Dividenden haben, ein Array, der von 2 bis 20 läuft. Und dann machen wir das doch einfach mal. Also, ich erstelle hier meine Dividenden. Das ist ein Int-Array. Und den initialisiere ich logischerweise mit 19 Stellen, weil ich ja eben dort die Zahlen 2 bis 20 drin haben möchte. Dann baue ich eine For-Each-Schleife. So, und die geht eben bei 0 los. Das heißt, wenn wir bei den Dividenden an Stelle i die entsprechende Zahl setzen möchten, dann brauchen wir eben die Zahl i plus 2 letztendlich. Das heißt, an Stelle 0 würde 2 stehen, an Stelle 1 würde die 3 stehen, an Stelle 2 eben die 4 und so weiter, bis wir eben an Stelle 18, das ist ja die letzte bei einem Array mit 19 Stellen, eben die 20 stehen haben. So, und wenn wir das haben, dann können wir jetzt sagen, dass wir uns vielleicht noch die größte Zahl rausnehmen, weil die interessant ist. Wir benutzen also die größte Zahl, ist hier eben, die können wir uns eigentlich fest kodieren, das ist die 20 in diesem Fall. Und wir fangen jetzt an, eine Zahl zu suchen, die eben durch alle diese Dividenden teilbar ist letztendlich. Und das machen wir eben innerhalb einer While-Schleife beispielsweise. Also wir fangen hier an. Wir machen tatsächlich mal eine Endlosschleife und fangen hier jetzt an zu definieren. Oder wir machen mal eine Vorschleife, dann haben wir gleich den Integer hier mit dabei. Und statt hier eben eine Abbruchbedingung anzugeben, sagen wir hier direkt true. Und wir starten diesen Lauf oder diese i-Variable eben hier bei der größten Zahl. Und wenn wir in einem Schleifendurchlauf keine Zahl gefunden haben, dann erhöhen wir eben i um die größte Zahl. Warum mache ich das? Wenn ich versuche, mehrere Zahlen durch, oder Entschuldigung, eine Zahl durch mehrere andere Zahlen zu teilen, dann kann natürlich nur etwas Ganzes jeweils rauskommen, wenn auch die größte Zahl für das Ganze funktioniert. Und deshalb erhöhe ich hier nicht jeweils um, also ich
inkrementiere beispielsweise nicht, um hier einfach die nächste größere Zahl zu bekommen, sondern ich erhöhe das eben direkt um die größte Zahl, die in diesem Array vorhanden ist. So, und dann fange ich an. Ich gucke jetzt sozusagen, ist Zahl durch alle Dividenden teilbar, ohne Rest. Und da gebe ich eben i rein und ich nutze das in einer Abfrage letztendlich. Wir erstellen uns mal diese Methode. Auch das können Sie, wie schon in den letzten Videos angesprochen, über Visual Studio machen. Wenn die Methode noch nicht existiert, kriegen Sie einfach Steuerung Punkt und Sie bekommen hier den Vorschlag, dass man diese Methode eben generiert. Diesen Method Stub sozusagen. Es ist ja noch keine Implementierung mit dabei. Und das machen wir jetzt mal. Wir sehen, hier ist eben diese neue Methode bekommen. Und wir sagen hier eben noch, dass wir hier eine Zahl haben, damit es besser lesbar ist. So, und was wir hier machen, ist, wir laufen durch alle Dividenden durch. Die müssen wir uns noch übergeben. Können wir gleich so machen, dass wir die hier hinten anschließen. Dann müssen wir hier natürlich auch Dividenden mit übergeben. So, und durch diese laufen wir jetzt durch und nennen das hier Dividend. Und was wir hier jetzt versuchen, ist eben diese Zahl modulo zu rechnen mit den Dividenden. Wenn das der Fall ist und wenn bei dieser Überprüfung irgendwas rauskommt, was ungleich 0 ist, dann können wir sofort absprechen und sagen, dass wir hier false zurückgeben. Nochmal, also wir prüfen hier, wir laufen hier durch, hier wäre der Dividend eben zu Anfang 2, wenn die Zahl beispielsweise 13 wäre. Wenn wir hier 13 durch 2 modulo nehmen, dann kommt ein Rest von 1 raus. Das heißt, wir würden in diesen Fall reingehen, weil der Rest ungleich 0 ist. Und in diesem Fall können wir eben sofort sagen, nein, diese Zahl ist nicht durch alle Dividenden teilbar. Weil wir ja eben genau den Fall suchen, dass die Zahl bei jedem Dividend der Rest gleich 0 ist. Wenn aber diese For-Each-Schleife durchläuft, ohne dass jeweils beim Durchlauf durch den Schleifenblock dieser If-Block angetriggert wird, also wenn Sie durch diese For-Each-Schleife durchlaufen, ohne dass ein Problem auftritt, dann geben wir eben True zurück, weil die gesuchte Zahl jetzt gefunden ist. So, ich negiere noch diesen Ausdruck, weil wenn eben hier bei diesem Aufruf false zurückkommt, wenn wir eben die Zahlen nicht gefunden haben, dann sage ich sofort, dass wir einen continue möchten. Ansonsten gebe ich eben hier in dieser Vorschleife aus, die gesuchte Zahl ist. Eben dieses i. Und wenn wir das haben, können wir sofort die Main-Methode abbrechen. Und davor können wir natürlich noch einen Readline machen, damit wir hier noch die Zahl zu Gesicht bekommen. Das brauchen wir nicht, diese Argumente. Und wir nehmen auch noch die Usings weg, die wir nicht brauchen. Und wir sehen sogar, das Code-Unterstützungstool sagt, dieses True brauchen wir nicht. Also dieses True habe ich natürlich eingerichtet, damit diese Vorschleife unendlich lang läuft. Aber wie wir hier sehen, wir müssen es gar nicht angeben. Standardmäßig wird hier sozusagen True erwartet und deswegen könnten wir auch diese Vorschleife so schreiben, ohne dass wir hier beim Überprüfungsausdruck etwas angeben. Gut, dann schauen wir uns das mal an, wie das Ganze funktioniert. Indem wir durchdebuggen. Wir holen uns hier diese Dividenden, also wir füllen jetzt sozusagen diese 19 Stellen in unserem Array auf. Wir springen mal drüber und wir sehen jetzt eben, dass in den Dividenden hier, das ist etwas größer, damit man es sieht, steht hier eben an Stelle 0 die 2, die 3, die 4, die 5 und so weiter.
Und wenn wir hier weitergehen, ist die letzte Stelle, die 18, eben die 20. Und genau das sind eben die Dividenden, die wir hier für dieses Programm brauchen. So, jetzt kommen wir in den eigentlich wichtigen Teil. Wir sagen, hier eben ist diese Zahl teilbar. Schauen wir mal. Also wir fangen mit der 20 an, wenn ich mich recht entsinne. Genau, hier unten sieht man es auch. Hier funktioniert es natürlich noch, aber sobald wir hier eben zur 3 kommen, also die Zahl ist 20, der Dividend ist 3, dann kommen wir natürlich hier sofort in den Fall, hey, der Rest ist bei dieser Division, bei diesem Modulo-Operation nicht 0. Wir geben hier false zurück und gehen sofort in diesen Continue-Block. Holen uns die nächste Zahl, die wäre dann jetzt eben 40. Probieren das Ganze nochmal. Wir sehen, auch hier kann man zum Beispiel nicht durch 3 teilen, das kann man sehr schnell im Kopf ausrechnen. Und wir machen das eben so lange, bis wir irgendwann mal ein Vielfaches von dieser größten Zahl bekommen. Und ich lasse dieses Konstrukt jetzt mal laufen, eben bis zu dieser Stelle hier. Okay, ja, haben gesehen, es geht relativ schnell dann doch. Wenn wir nicht manuell durchdebuggen und wir schauen uns jetzt mal an, wie diese Zahl ist. Das wäre hier eben die 592.792.560 wäre eben die kleinste Zahl, die durch die Zahlen 2 bis 20 teilbar ist, ohne dass ein Rest übrig bleibt. Gut, dann haben wir das eben uns so überlegt und wir kommen jetzt zum Teil 2 der Aufgabe. Hier hieß es eben, dass wir die Zahlen zwischen 1 und 20 berechnen sollen und schreiben sie eine Klasse. Dass das hier eben langweilig wäre. Wir sollen eine Klasse, die eine Methode enthält, die die kleinste vielfache Zahl berechnet. Und diese Funktion kann man mitteilen, welche Dividenden für die Berechnung genutzt werden sollen. Beispielsweise, indem man diese Dividenden in einer Liste übergibt. Bauen Sie Ihr Konsolenprogramm so um, dass Sie den niedrigsten und höchsten Divisor vom Nutzer abfragen und führen dann den Algorithmus aus. Okay, schauen wir uns das mal an. Also, was wir hier eigentlich wollen, wir haben hier jetzt zwei Funktionalitäten gemischt. Einmal erstellen wir hier die Dividenden. Einmal ist das tatsächlich der Algorithmus, den wir nutzen, um unsere Zahl auszurechnen. Also im Prinzip eigentlich das hier alles. Und das packen wir jetzt mal in eine eigene Klasse. Die nennen wir beispielsweise kleinste vielfache Zahl Algorithmus. Und hier machen wir eben jetzt eine Methode rein, die gibt einen Integer zurück. Berechne kleinste vielfache Zahl. Und wir möchten hier aber eine Liste von Dividenden haben, oder ein Array von Dividenden. Was genau Collections sind, wissen wir eigentlich zu diesem Zeitpunkt der Aufgabenstellung noch nicht. Also benutze ich hier auch eben einen Int-Array, in dem die Dividenden übergeben werden können. So, und dann kommt eigentlich all das hier jetzt in diese Klasse rein. Wir haben ja gesagt, static ist nicht so gut, deswegen lassen wir auch hier dieses static mal weg. Und diese Vorschleife muss eben noch in diese Methode hier oben rein. So, und was wir jetzt hier noch brauchen, ist eben die größte Zahl aus diesen Dividenden rausholen, weil wir die eben hier benutzen. Und wir gucken mal, wie das Ganze funktioniert. Wir machen uns noch eine private Hilfsfunktion, die eben die größte Zahl bei Dividenden
nennen wir das bestimme größte Zahl bei Dividenden. Und hier kriegen wir eben die Dividenden rein. So, was wir jetzt machen, ist, wir definieren uns eine Int-Variable, größte Zahl. Die setzen wir auf den negativsten Wert, den es bei Integern gibt. Das ist eben der Min-Value hier. Und wir laufen jetzt durch diese Dividenden durch und sagen, if die größte Zahl kleiner als diese Zahl, die wir hier haben, dann weisen wir diese hier eben zu und geben dann diese größte Zahl zurück. Ganz am Ende. Also wir laufen einmal durch alle Dividenden durch und wenn irgendeine Zahl größer ist als der aktuelle Wert dieser Variablen, dann weisen wir ihnen der eben zu und das Ganze funktioniert. Also können wir auch hier die größte Zahl definieren und das ist eben bestimme größte Zahl aus Dividenden und die übergeben wir hier einfach mit. Okay, dann sind wir hier schon richtig. Das heißt, wir machen hier keinen Console Read und Write Line mehr, sondern wir geben hier in diesem Fall einfach bloß noch i zurück. Und hier haben wir jetzt endlich schon das, was wir jetzt vorher in der Main-Methode mit drin gestehen haben, mal in einen Algorithmus ausgelagert. Und wir sehen hier, wir benutzen keine statischen Funktionen mehr, wie ich es vorher gesagt habe. Damit wir das Ganze jetzt natürlich einsetzen können, ist es wichtig, dass wir diese Klasse instanzieren, weil wenn nicht static, muss ich es ja über ein Objekt aufrufen. Also, wir bauen unseren kleinsten vielfachen Algorithmus. So. Und was wir hier eben machen können, ist jetzt die kleinste vielfache Zahl berechnen. Und dazu müssen wir uns Dividenden aufbauen. Und dazu gab es eben eine Hilfe. Das heißt, wir könnten, wenn wir die Obergrenze, die Untergrenze und die Obergrenze vom Nutzer einlesen, eben durch diesen enumerable.range-Aufruf, .toArray, uns diese Dividenden erstellen, ohne dass wir eine komplexe For-Schleife selber schreiben müssten. Und das machen wir jetzt einfach mal. Also, wir lesen eine Zahl vom User ein. Und so schreibe ich mir wieder eine Hilfsfunktion. Also hier wäre es eigentlich auch schon fast angebracht, dass wir eben dazu eine extra Klasse schreiben. Und das machen wir jetzt einfach auch, weil im Prinzip ist es ja sinnvoll, dass wir das machen, wenn wir hier schon objektorientiert programmieren wollen. Wie nennen wir das denn am besten? Das ist die Dividendeneingabe beispielsweise. Und diese Klasse hat eben eine Funktion, in der jetzt eben, das machen wir gleich nochmal mit einer Datenklasse dazu einfach, damit wir das auch mal gesehen haben, Dividenden-Info nennen wir diese Klasse, da stecken letztendlich bloß Daten drin. Und hier bauen wir eben einen Int. Das ist die Untergrenze. Aber wir können es eigentlich noch anders machen. Wir kriegen einfach gleich diese Dividenden hier zurück, weil das ist ja genau das, was wir wollen, bevor wir hier noch den einen Zwischenschritt extra machen. Sagen wir hier eben, wir möchten hier diese Dividenden zurückbekommen und sagen eben, erfrage Dividenden vom Nutzer.
sondern was wir hier in dieser Methode machen ist, wir möchten eben vom Nutzer etwas einlesen. Das heißt, wir machen uns eine Hilfsfunktion private int lesezahl ein und machen hier eben eine while true Schleife, in der wir eben mit readline etwas von der Konsole einlesen. Und wir übergeben hier aber noch einen Anzeigetext für die Konsole. So haben wir es ja auch schon in verschiedenen anderen Aufgaben gesehen, dass man das so macht. Und jetzt könnte man beispielsweise einen Try-Catch-Block aufmachen. Oder wir könnten es uns auch noch ein bisschen einfacher machen, indem wir... Machen wir es mit Try-Catch-Block. Da können wir bessere Fehlermeldungen ausgeben. Also wir haben hier einmal die Format-Exception, die auftreten kann. Und natürlich einmal die Overflow-Exception. Und wir versuchen jetzt hier eben den Convert durchzuführen zu int 32 mit dieser Eingabe. So, und wenn hier bei diesem Convert eine Exception auftritt, dann wird natürlich nicht mehr dieser Return ausgeführt, sondern wir landen hier in diesen entsprechenden Catch-Blöcken, je nachdem welcher Fehler auftreten kann. Und dann sage ich hier eben WriteLine, Ihre Eingabe ist keine Zahl. Bitte versuchen Sie es erneut. Und hier sage ich eben, Ihre Zahl ist zu groß oder zu klein. Bitte versuchen Sie es erneut. Punkt. Und hier muss ich natürlich noch die Eingabe mit angeben, damit er sehen kann, was er denn falsch eingegeben hat. So, damit es noch ein bisschen formatiert ist ordentlich, mache ich hier noch ein WriteLine. So, und so lange versuchen wir eben, das jetzt einzulesen. Also, was machen wir hier? Wir haben hier eben die Untergrenze, Lesezahl ein und sagen hier eben Untergrenze und hier, wir machen hier die Obergrenze. So. Und dann müssen wir überprüfen, dass die Untergrenze natürlich auch kleiner ist als die Obergrenze, sonst macht es nicht viel Spaß. Wenn das eben der Fall ist, können wir sagen, return enumerable.range. Hier war ja eben die Angabe, dass wir das so machen können, dass wir eben sagen Untergrenze und y minus, also Obergrenze minus Untergrenze und dann diesen ganzen Ausdruck, der da zurückkommt, nochmals to array. Also wir sagen hier die Untergrenze und hier die Obergrenze minus Untergrenze. Und wenn wir das haben, können wir noch to array aufrufen. Dann haben wir das auch. So, und wir müssen das natürlich ansonsten wiederholen. Also auch hier mache ich eine while true Schleife. Wenn der Nutzer hier falsche Ober- und Untergrenzen angegeben hat, dann sage ich eben console.writeLine, Ihre Untergrenze. So.
ist nicht kleiner als die Obergrenze 1. Bitte versuchen Sie es erneut. Und hier müssen wir natürlich noch eben die Untergrenze und die Obergrenze angeben. Okay. Dann haben wir jetzt hier sozusagen unsere Dividendeneingabe bekommen. Und das wird eben jeweils so lange ausgeführt, bis er endlich mal was Richtiges eingibt. Und hier geben wir eben, versuchen wir so lange eine Unter- und Obergrenze oder eine Zahl einzulesen, bis es funktioniert. Entschuldigung, das war jetzt natürlich Blödsinn. So, und dann können wir uns natürlich hier auch dieses Objekt instanzieren. Das heißt, unsere Dividendeneingabe. Nicht das nie vergessen. So, und was wir jetzt uns holen, sind eben die Dividenden. Sind im Eingabepunkt der Frage Dividende vom Nutzer. Und hier geben wir jetzt eben diese Sachen wieder aus. Das ist die höchste Zahl. Oder, Entschuldigung, das ist die kleinste vielfache Zahl natürlich. Und hier müssen wir eben die Dividenden mit übergeben. So, und wenn wir das haben, können wir eben hier jetzt eine kleinste vielfache Zahl ausgeben, wie wir es gewohnt sind. So, und danach machen wir noch ein console.readline. So, und das ist doch jetzt schon recht knapp und ordentlich formuliert, was eigentlich in dieser Main-Methode ablaufen soll für dieses Programm. Und dann schauen wir uns das mal an, wie das Ganze jetzt aussehen soll. Also, wir gehen hier durch, instanzieren unser Dividendeneingabeobjekt, unseren Algorithmus, und wir erfragen jetzt erstmal die Dividenden vom Nutzer. Das heißt, gehen wir in diese True-Schleife, lesen jetzt hier die Zahl ein, hier sage ich beispielsweise mal 10 und als Obergrenze sage ich eben, nehmen wir mal die 22 beispielsweise, und wenn das eben passt, geben wir erstellen wir diesen Array, diesmal eben nicht wie bei der Vorschleife im vorherigen Fall, sondern jetzt über diesen Funktionsaufruf von Enumerable Range. Wenn wir den hier zurück haben, können wir uns auch mal die Dividenden genauer anschauen. Das heißt, wir haben jetzt hier eben 10, 11, 12 und so weiter drin, bis eben 21. Gut, die 22 haben wir jetzt nicht drin. Das ist eigentlich noch ein kleiner Fehler. Weil wir die Obergrenze sozusagen exklusive machen. Das ist jetzt nicht das, was man unbedingt erwarten würde. Anyway, das können wir noch beheben. Wir bestimmen jetzt eben hier die größte Zahl, die ist ja hoffentlich die 21, genau. Und dann machen wir unseren üblichen Algorithmus. Und ich lasse jetzt mal hier laufen, bis wir an dieser Stelle sind. Und wir sehen hier eben, dass diese Zahl eben die kleinste Vielfache ist, wir geben es gleich nochmal zurück und geben das Ganze aus und sind dann fertig. Also ich glaube, das ist die gleiche Zahl wie vorher, die eben auch zufällig für diese Sachen zutrifft. Und wenn wir das haben, können wir natürlich das Programm beenden. So. Was wir jetzt noch fixen müssen, ist eben, dass wir hier noch plus 1 dazu rechnen, weil wir eben sonst den Wert exklusive rechnen würden. Das ist jetzt nicht genau das, was der Nutzer erwarten würde.
Und wir haben hier noch ein Problem. Und zwar, wenn wir durch diese Vorschleife laufen, dann haben wir das Problem, dass wir eben irgendwann vielleicht nicht erkennen, dass dieser Integer-Wert übergelaufen ist. Also sobald quasi int-max überschrieben wird, und das könnte ja sein, wenn wir beispielsweise sagen wollen, wir möchten die kleinste vielfache Zahl von 20 bis 40 haben, dass dieser Integer überläuft. Und deswegen müssen wir, bevor wir hier direkt zum nächsten Schleifendurchlauf kommen, eigentlich noch überprüfen, ob hier eben ein Überlauf stattfinden könnte. Das heißt, wir überprüfen in einem Long am besten, ist nächste Zahl, wäre sozusagen dieses i plus die größte Zahl natürlich. Und wir schauen jetzt, ob die nächste Zahl größer ist als int.maxValue. Wir zählen ja immer hoch, und sobald wir dieses int.maxValue überschreiten, dann wäre es ja sozusagen möglich, dass wir hier einen Fehler bekommen. Und wir casten am besten diesen int hier gleich nochmal in einen long, damit wir keine Probleme bekommen. Okay, man muss es nicht machen, sagt mein Code-Unterstützungstool. Das wollte ich jetzt nicht. Entschuldigung, manchmal, wenn man den falschen Shortcut drückt, kommt der Narrator. Okay, da brauchen wir aber zumindest einen Long, damit wir hier nicht quasi schon den Überlauf haben, wenn wir hier Plus rechnen. Okay, dann schauen wir uns das nochmal an. Wenn wir hier jetzt in diesen Fall kommen, dann müssten wir eigentlich abbrechen. Und das mache ich hier jetzt eben mit der Ausnahme, dass wir eben hier eine Overflow-Exception schmeißen. Mit der Nachricht, eben die kleinste vielfache Zahl kann nicht berechnet werden. Okay, wenn wir das jetzt sozusagen rausgefunden haben, dann müssen wir natürlich hier diesen Algorithmus in einen Try-Catch-Block setzen. Und damit das Ganze noch funktioniert, müssen wir natürlich das hier rausziehen. Und so schreiben, damit wir außerhalb dieses Try-Catch-Block natürlich noch diese Variable hier benutzen können. Und wenn jetzt eben eine Overflow-Exception kommt, dann können wir eben sagen, WriteLine die kleinste vielfache Zahl ist zu groß für Datentyp int beispielsweise. So. Und wenn das eben eintritt, machen wir hier noch den Return, damit dann unsere Main-Methode beendet ist. Okay, dann schauen wir uns das mal an, dass wir diese Overflow-Exception bekommen. Ich lasse mal diese Sache jetzt laufen und sag, dass wir, was weiß ich, das kleinste gemeinsame Vielfache von 15 bis 50 suchen. Also da sollte er bestimmt reinlaufen, da sollte der Datentyp int nicht mehr ausreichen. Genau, und hier sehen wir es schon. Wir haben das hier eben jetzt geschafft. Die kleinste vielfache Zahl ist zu groß für den Datentyp int. Wenn wir hier eben Enter drücken, dann kommen wir da rein. So,
Und wir sehen aber hoffentlich trotzdem noch, dass das Ganze funktioniert, wenn wir eben jetzt beispielsweise mal die 15 bis 27 eingeben. Achso, auch das ist schon zu groß für Int. Das ist natürlich bitter. Schauen wir nochmal. Ob wir jetzt hier für 15 bis 25. Das sollte ja hoffentlich noch gehen. Genau. Die ist noch innerhalb des Bereichs von Int. Das wäre eben die 318.802 Milliarden 59.318.800. Und das ist eben noch innerhalb von 2 hoch 32. Man könnte jetzt natürlich argumentieren, dass wir sagen, wenn wir diese Berechnung machen, warum benutzen wir hier nicht gleich long statt int, wenn wir wissen, es könnte groß werden. Das ist natürlich valide, da müssen wir uns hier eben was anderes überlegen, wie wir diese Überprüfung machen. Hier habe ich ja quasi den nächstgrößeren Datentyp long ausgenutzt, um zu überprüfen, ob diese Zahl überhaupt passt. Ansonsten, ja, man müsste dann quasi gucken, ist der Überlauf stattgefunden, wenn die größte Zahl vom Dividenden nicht groß genug ist, dann würden wir hier feststellen, dass wir plötzlich im Minus sind. Das könnte man machen. Aber ich möchte es jetzt erstmal bei dieser Lösung hier belassen. Und wenn Sie möchten, können Sie natürlich noch das so umformulieren, dass wir direkt den Datentyp long haben. Ja, dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Das war die Lösung für Aufgabe 1. Und im nächsten Video schauen wir uns dann eben die Aufgabe 2 von diesem Übungsblatt an. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.